Die Lichtanlage ist in Ordnung, Sir. Wie sieht's mit dem Generator aus? Musik soll heute klingen. Wir tanzen. Sir? Sam, aber wieso schleichst du dich denn so von hinten an? Sie haben schon wieder das Lied von Elvis gesungen. Ja, wirklich? Du meiner Toy, ich krieg dieses fürchterliche Lied einfach nicht aus dem Kopf. Ich muss allerdings sagen, Sir, Sie haben eine sehr schöne Gesangsstimme. Vielleicht sollten Sie auch etwas zum Besten geben. Was? Ich? Nein, das ist keine gute Idee, Sam. Die Leute würden mich ganz sicher auslachen, wenn sie mein schreckliches Gejaule hören. Wir tanzen in der Feuerwache, ja, ja, tanzen. Oh, der Kühlerschlauch scheint mir hinüber zu sein. Jetzt sitzen wir hier erstmal fest. Aber was ist dann mit dem Konzert und mit meiner brandneuen Gitarre? Wir können sie ertragen. Boah, das ist eine geniale Idee, Mike. Wenn wir die Abkürzung über dieses Feld nehmen, sind wir blitzschnell am Kai. Nein, der Kai ist da lang. Oh nein, zum Kai geht es da entlang. Glaub mir, Mike, das erkenne ich an der Wolke da. Wenn ich's dir doch sage, Penny. Hauptfeuerwehrmann Steele hat eine wirklich sehr angenehme Gesangsstimme. Und denkst du, er wird heute Abend auch singen? Weißt du was, Penny? Ich glaube, er hat ein wenig Angst, vor so vielen Leuten zu singen. Ja, wirklich? So oder so. Zieh du nur los und genieß das Konzert. Ich halte hier die Stellung. Das wird bestimmt ein ganz ruhiger Abend. Oh, ich glaube, wir haben uns verlaufen, Elvis. Nein, so ein Unsinn. Der Kai ist da lang. Nein, da lang geht es doch zu den Cliffs. Nein, die Cliffs sind doch bei den Bäumen. Da liegst du leider völlig falsch, Elvis. Von wegen falsch. Nein, ich habe noch nie richtiger gelegen. Ich weiß ganz genau, wo wir... Ah! Siehst du? Ich sagte doch, wir gehen direkt auf die Cliffs zu, Elvis. Ah! Tut mir leid, Mike. Oh, du gehst da tief runter. Oh. Ach, das Konzert hätte schon vor Ewigkeiten anfangen sollen. Entschuldigen Sie, Hauptfeuerwehrmann Steele, haben Sie Elvis irgendwo gesehen? Er scheint verschwunden zu sein. Quidlington ist verschwunden? Ja, und wenn er nicht sehr bald hier ist, müssen wir das Konzert absagen. Dann haben wir keinen Sänger. Ach du je. Das mache ich ja, Mike. Jetzt rufe ich aber doch Feuerwehrmann Sam. Mike Flood hängt von einem Cliff und hält sich nur noch an einer Gitarre fest. Und ich dachte, das wird ein ruhiger Abend. Tom, hier ist Sam. Ich brauche Verstärkung. Verstanden. Halt dich fest, Mike. Sam wird sicher gleich kommen. Lang kann ich mich nicht mehr halten, Elvis. Dieser Akkuschrauber hier ist zum Lösen und Festziehen von Schrauben. Links herum zum Lösen, rechts herum zum Festziehen. Diese drei Schrauben halten den Motor an Neptuns Rückseite fest. Du sollst nur überprüfen, ob sie auch gut festgezogen sind. Kriegst du das hin, Elvis? Ja, natürlich, Penny. Das ist ja einfach. Links heißt los, rechts heißt fest. Ganz von alleine geht dann der Rest. Oh je, ob das jetzt richtig war? Sie ist viel zu schnell unterwegs. Da draußen muss es wohl sehr, sehr windig sein. Oh nein! Hilfe! Oh je, ihr Segelmast ist gebrochen. Wo ist sie denn hin? Vielleicht ist sie ja hinter dem Leuchtturm. Oder vielleicht hat der Wind sie ja weggeweht. Dad, kannst du nicht rausfahren und sie mit deinem Fischerboot holen? Nein, Sarah. Wir rufen lieber meinen Bruder an. Rufe Feuerwehrmann Sam. Mandy Flood ist verschollen auf See? Kind verschollen auf See. Wiederhole. Kind verschollen auf See. Ich rufe Penny an und lasse sie sofort Neptun starten. Und ich nehme Venus und fahre zum Kai. Ja, Sir? Die Flagge ist verschollen. Wo wurde sie zuletzt gesehen? Oh, oh. Sofort, Sir. Jetzt sind schon zwei lockere Keine Schrauben. Keine Sorge, Hauptfeuerwehrmann Steele. Also, sie können auf uns zählen. Steht er auf links, zieht die Schraube sich fest. Steht er auf rechts, sie sich leicht lösen lässt. Ja, auf geht's. Oh! Ja! Oh nein! Halt!
Halt! Penny, kannst du mir noch mal den Akkuschrauber erklären? Dafür ist jetzt keine Zeit, Elvis. Mandy steckt in Schwierigkeiten. Los geht's! Aber... Oh je! Komm schon, Elvis, wir müssen los! Okay, Mandy, kühler Kopf. Was würde eine Weltumseglerin jetzt wohl tun? Treibholz! Fantastisch! Okay, und jetzt ganz schnell ans Werk. Penny, hör mal diese Schrauben. Nicht jetzt, Elvis. Dann werde ich den Kessel jetzt unter Dampf setzen, damit wir starten können. Oh nein, wie blöd. Der klebrige Kleber ist überall. Quittlingchen, wo bleibt denn nur der Tee? Oh nein, schnell. Ich muss den Becher reparieren, bevor Hauptfeuerwehrmann Steel merkt, was los ist. Ich bin gleich da, Sir. Ich habe auch einen Rauchmelder. Genau wie du es gesagt hast, Sam. Ausgezeichnet. Wir testen, wie gut er funktioniert. Na, der klingt doch einwandfrei. Ja. Mike, du hast den Sicherheitscheck mit Auszeichnung bestanden. Großartig. Toll, dann koche ich jetzt das Wasser auf und wir trinken zur Feier eine schöne Tasse Tee. Ha! Das wird ihm doch wohl nicht auffallen. Quittlingchen! Was sitzt du denn da rum? Und was ist hier eigentlich los? Und wo ist mein Tee? Naja, die Sache ist dies, Sir. Ich, Oh, wieso hängt denn der Stuhl so an dir fest, Quittlington? Ich habe ihren Lieblingsbecher heil gemacht und da habe ich wohl zu viel Kleber benutzt. Das schlägt dem Becher den Boden aus. Dann werde ich dich jetzt wohl mal aus dem Stuhl ziehen. Fertig? Ja! Das hat gar keinen Zweck, der rührt sich kein bisschen. Oh, da ist ja überall Kleber auf der Lehne. Jetzt komme ich auch nicht mehr los. Wirklich ungeschickt. Das ist alles überaus aufregend. Na, so aufregend ist das nicht. Ich bin schon mit viel Zügen... Norman! Tja, dafür freuen wir uns schon sehr auf die Fahrt, nicht wahr, Mandy? Oh ja, Mom. Sieh mal, da ist ja auch schon der Lokführer. So, meine Damen, einsteigen. Und Norman. Danke. Komm her, Butler. Du wartest schön im Garten, bis ich wieder zurück bin. Meine Thermoskanne mit Tee. Ich habe sie drin vergessen. Bremse angezogen. Das dauert ja nur eine Sekunde. Was war denn das für ein Zwischeneben? Anhalten! Nein! Halt! Komm zurück! Monster! Da ist das Punky-Penines-Monster! Oh, wie? Oh nein! Ganz sicher? Was hast du gesehen? Erzähl mal ich ganz genau. Ich hab das Strudel gesehen. Na und dann haushohe Fontänen aus Wasserspritzern und eine pechschwarze Flosse dazwischen. Und ich hörte so ein komisches... Das ist ja großartig! Das ist es gar nicht. Das Ponty-Pendiness-Gruselmonster ist wirklich lebendig. Ja. Das wird die Leute bestimmt brennend interessieren. Gwendolyn, Sarah hat eben das Ponty-Pendiness-Monster gesehen. Ach, Charlie, Sarah hat eben das Ponty-Pendiness-Monster gesehen. Mom, Sarah hat das Ponty-Pendiness-Monster gesehen. Da oben am Bergsee. Oh, das existiert doch gar nicht. Nicht wahr, Dillis? Haben Sie gehört? Das Ponty-Pendiness-Monster ist im See. Was höre ich da gerade? Das Ponty-Pendiness-Monster ist im Bergsee. Also ist es wieder da. Ja, da kommen die Schaulustigen sicher in Scharen. Na, das ruft nach eingehender Überprüfung der Sicherheit. Ich geh schon. In Ordnung, Quittlington. Aber denk immer dran, das ist eine offizielle Mission. Alles gut, Penny.
Ja, Sam, aber ich freue mich, wenn wir mit der Teambildung fertig sind. Alle einsteigen, bitte. Wartet auf mich, wartet auf mich. Schließlich will ich auch das Monster sehen. Ich meine, natürlich die Sicherheit der Besucher am See überprüfen. Es hält immer noch nicht richtig. Da werden wir wohl noch mehr Holz brauchen. Es klappt. Mein Plan funktioniert. Ich entdecke das Monster als Erster. Hallo, Großvater. Wirst du jetzt noch mehr Besuche hierher holen? Das werde ich, Sarah. Was für ein wunderbarer Tag heute doch ist. Bis gleich. Ja, bis gleich, Großvater. Wie hat denn das Monster ausgesehen? Ja, hat es auch spitze Zähne? Wo hast du es gesehen? Ja, das war, dort. Wo denn? Da, ja, echt. Da ist es auch schon wieder. Was zur Bärentatze ist denn jetzt los? Wartet! Der Steg hält das nicht. Hey, der Steg muss erst repariert werden. Oh. Was ist das? Wir schwimmen ja. Und zwar zu dem Monster. Ach, du dicker Holzwurm. Hören Sie das? Das Monster ist direkt unter uns. Oh, Trevor. Vorsichtig. Sarah, hat sich etwa das Monster auch so angehört? Seht ihr? Sarah hat vor Angst die Sprache verschlagen. Die Geräusche des Monsters kennt sie nur zu gut. James!